Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Ja, wir müssen Lafreniere suchen. Und, ich hatte diese Mission schon mal angefangen, beziehungsweise fast beendet. Da ist mir aber leider das Internet abgekackt. Und das hieß für uns, ich konnte nicht weitermachen. Ah, ich wollte das Stück da haben hier. Achso, bereits freigeschaltet. Naja, hatten wir schon. Deswegen, ich wundere mich gerade. Da sehen wir es noch. Aber das hatte ich ja schon gefunden. Das hat er wohl noch gespeichert. Müssen ihn auf jeden Fall suchen. Ich bin ja einfach in den Dom reingegangen. Gleich quatschen die da vorne. Also so ein bisschen weiß ich schon. Wo sind sie? Da. Sieh mal, was ich habe. Was ist das? Ein 74er Chateau Tief. Genau das, was man braucht, um den Wachdienst zu ertragen. Wenn das der Kapitän sieht. Trinken wir ihn auf der Rückseite. Wenn einer fragt, haben wir einen unbewachten Eingang gesehen und wollten nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Wollten nur die Lücke schließen. Das gefällt mir. So, wir haben 1, 2 da. Gut, die beiden sind jetzt auch gekommen. Wir wären jetzt auch so reingekommen. Mal schauen, wie wir weiterkommen. Nee. Du hältst uns nicht auf! Doch. Mich wirst du nicht los! Mit dem Zeug besiegen wir jede Armee. Du sollst nur versuchen und... Schöne Jagd! Bleib stehen! Wo sollen wir die denn nur alle lagern? Hey! Warte einen Moment! Alle zusammen! Hoffentlich hast du ein Pferd in der Nähe. Seltsam. Dann kann ich gemütlich zurückreiten. Wir sind jetzt einfach mal klug der Sache nicht entflohen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir weitergehen sollen. Der hängt da so fein. Eigentlich können wir schnellstens darüber. Ah, sind auch schon gerade passend. Gucken wir mal eben. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Die Pulverlager, sie werden auch gehen. Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Wow. Oh mein Gott! Schnell hier runter. Schnell! LOL! Einfach viel zu laut. Scheiße. ETF, warum ist das denn so laut? Vielleicht hätte ich das lieber mal geplant. Ja. Was hättest du mal machen sollen, mein Freund? Aber wir kriegen ein bisschen Schaden. Alter. Spring doch. Okay, darum. Na, da passiert vorher noch was. Da passiert noch was, jawoll. Oh. Heilige Scheiße.
Dann schnell hier rüber. Oh, komm, nein. Oh mein Gott. Auf jeden Fall gut verlaufen. Ja, bloß nicht aufladen. Na gut, das hatten wir jetzt nicht erreicht. Das ist jetzt, glaube ich, egal, würde ich sagen. Aber starke Explosion. Na, warten, bist du wieder. Ja, das Mikro hat sich wieder runtergeregelt. Extrem auf jeden Fall. Ich tue mich mal im Fix heilen, aber wir haben kaum noch Heilung. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, aber es ist ja. Ich habe alles aufgedeckt. Die meisten einfachen Missionen, sag ich mal so, habe ich abgeschafft. Alles mit 3 Diamanten habe ich noch da gelassen. Ich habe jetzt noch so ein paar Rätsel, ein paar Hausmissionen. Hier so ein Rätsel, das könnte ich auch noch machen. Und ich glaube auch so eine 3er-Mission könnte ich schaffen, aber sie ist noch ein bisschen heavy. Jetzt habe ich noch ein paar Clubhäuser und halt viele Koop-Missionen, die ich halt mit später mit Zendos absolvieren werde. Wann genau, wissen wir noch nicht, und halt Zendos wieder da ist. Könnte man einen schönen Ausblick hier genießen. Hier war ich aber oben schon mal drauf. Was mich ein bisschen wundert, dass es in diesem Stadtteil halt das größte Gebiet ist, aber gut, man hätte auch oben drauf gehen können, aber schon interessant. Einen schönen Ausblick noch zu haben. Auf jeden Fall affengeile Grafiken, muss ich immer noch wieder sagen. So von der Story her jetzt, geht es. Von den Sequenzen. Aber die einfachen Missionen hier waren halt Standardmission. Jetzt machen wir Erinnerung 3. Und Tali ab. Ich glaube, in die laufen wir, ne? Weit ist sie denn? 210 Meter, es geht. Das ist okay. Vielleicht haben wir noch irgendwelche Missionen für zwischendurch. Da habe ich wieder so ein Paket gemacht. Da habe ich was freigeschalten können. Oh, da dürfen wir nicht lang. Dann werden wir wieder angesprochen. So, einmal kurz. Tschüss. Fast schon da. 100 Meter. Und wieder oberhalb, okay. War ich nicht? Na, 22 von 25 ist das nächste Paket. Tippt man danach 30 kommt. Aber ist eigentlich ganz geil, immer so zwischendurch so. Ja, das geht ja im Vorbeigehen, hat man jetzt gerade gesehen. Manchmal hat man zwei Leute, manchmal hat man einen. Einen macht man es halt im Vorbeigehen. Ist halt noch ein bisschen einfach gehalten, finde ich, aber halt wie zwischendurch schon okay. Halt nicht wie damals das Standardmäßig, dass man 10 Missionen machen muss, um überhaupt was freischalten zu können oder überhaupt Quests machen zu können, was damals in den ersten Dingern zum Beispiel war. Arnos maßgeschneiderter Mandel bekommen wir als Belohnung, okay. Machen wir mal. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Schätze, du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Lafaniette eliminieren. Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Okay. Zugänge 4, Verstecke 5, Alarme 4, 42. Das finde ich interessant zu wissen, was auf einen zukommt. Und da kann man halt so eine Herausforderung untereinander machen, weil ich bin ja momentan in einem Clan drin, also in einem Club. Und schaue mir das Ganze mal an. Und sabotiere 4 Glocken, okay. Haben wir denn Punkte? 2 Stück. Schauen wir mal auf ein paar Fähigkeiten. Fernkampf. Wollte ich da noch. Oder wollte ich Nahkampf erst machen? Ich glaube, wir sollten auch den Nahkampf machen. Also ein Betäubungsschlag ist, glaube ich, schon gut. Den kaufen wir jetzt auch mal eben.
21.000, damit können wir noch nicht viel machen. Uns fehlt nur ein bisschen. So, check ich mal eben die Lage. Da ist eine Wache, da ist eine Wache, da ist eine Wache. So, Schützen sind noch nicht da. Da ist eine Glocke. Da ist eine Glocke, können wir nehmen. Hier vorne ist eine Wache. Wir wählen mal eben schnell den einfachsten Weg nach vorne hin. Kann ich mir nochmal einen Überblick holen? Da ist eine Glocke, okay. Da, da und da. Schau mal eben. Da werde ich natürlich nicht bis hinten hindurchkommen, ne? Ist klar. Markiert. Hüpfen mal. Kommt er hier rüber? Das ist natürlich ganz geil wäre. Können wir einfach mal eben so ihn mitnehmen. Und zack. So, Alarmglocke Nummer 1 ausgeschaltet. Was geht hier vor? Einige Friedhofswärter haben mehr gehört, als sie sollten. Sie sind in den Katakomben. Also muss die Leibwache des Meisters sie rausholen? Scheint mir übertrieben. Die Bastarde wehren sich. Sie sollten besser tot sein, wenn der Meister eintritt. Dass wir nach unten kommen, oder? Das sind zwei. Da hinten ist auch eine Glocke. Und da hinten ist einer.